Widerstand versucht, Zellen außerhalb von Montrose zu kontaktieren. Es ist schwer zu sagen, was außerhalb der Mauer geschieht. Aber laut unseren KVA-Quellen werden mehrere Patrouillen vermisst. Und jene, die überlebt haben, berichten nur Schreckliches. Nach dem EMP, als das elektronische Netz, das uns bewahrte, zusammenbrach, verfiel unsere Nation ins Chaos. Ich erinnere mich an diesen ersten Winter, in dem die Verzweiflung über das Land fegte. Die Nahrung wurde knapp und die Menschen fielen übereinander her. Viele hinter der Mauer denken nur noch an ihr eigenes Überleben. Wenn sie es mit diesen Menschen zu tun bekommen, dann denken sie daran, dass sie unberechenbar sein können. Seien Sie vorsichtig da draußen. Dies ist die Stimme der Freiheit. Und ich merke gerade, dass mein Internet mal wieder nicht funktioniert. Das passiert in letzter Zeit auch sehr, sehr häufig, dass das Internet abstürzt. Diese Jungs sind nicht gerade in Koreaner vernarrt. Nicht? Die haben aber geile Musik. Boone hat das angeordnet. Er wusste, mit wem er es zu tun hat. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Connor, scheiß Morgen. Haben gehört, die Nox hätten deinen Arsch gehängt. Sie versuchen's immer weiter. Also, wo ist der Healy? Wo ist Boone? Er ist tot. Ach, scheiße. Schätze, der Deal ist geplatzt. Hör zu, Arschloch! Denk nicht mal dran, uns zu verarschen! Hey, hey! Komm schon, hilf mir! Wir kämpfen den gleichen Kampf! Ich sag dir was. Ich nehm die Schlampe und das Narbengesicht, das sich hinten versteckt, und du darfst ohne Kugel im Kopf gehen. Ich denke, du kommst bei dem Deal schlechter weg. Das ist schmerzhaft. Ich seh sie! Und jetzt? Jetzt bist du wieder in der Waffe. Wir gehen nicht ohne diesen Helikopter. Wir können froh sein, wenn wir überhaupt wegkommen. Es sind Amerikaner. Sie sollten doch auf unserer Seite sein. Nein, diese Typen sind durchgeknallt. Sie sind auf keiner Seite. Versucht, sie lebendig zu erwischen. Die Koreaner zahlen mehr, wenn sie noch zappeln. Da, im Turm. Da war einer im Turm. Aua. Säubert das verdammte Haus! Auf der Windmühle! Fenster, erster Stock! Was passiert? Ich sehe sie! Waffe ist irgendwie seltsam. Jacobs, da, beim Zaun. Welchen Zaun? Hier rüber. Sind die tot? Warum habe ich diese komische Waffe auf einmal? Nicht schießen, bevor ich das Kommando gebe. Aber wenn ich es tue, dann nicht zögern. Alter! Mir gib mir doch nicht immer eine andere Waffe. Gut, es ist auch eine gute Waffe, aber trotzdem. Oh, Schalldämpfer. Sich gerade? Wie ist der Plan? Sterben. Die haben den Helikopter irgendwo versteckt. Wir schleichen uns durchs Lager und klauen ihn. Die müssen wissen, dass wir hier sind. Das bezweifle ich. Der Klang von Schüssen ist hier in der Gegend ziemlich normal. Wir wissen zwar nicht, wie viele es sind, aber diese Typen sind bereit für den Weltuntergang, seit sich alle wegen des Millennium-Bugs in die Hose gemacht haben. Die sind schwer bewaffnet und völlig durchgeknallt. Ja, wir müssen schön. So nah an den Helikopter ran wie möglich, bevor sie kapieren, dass wir hier draußen sind. Sichert eure Waffen, bis ich was anderes sage. Wenn die uns sehen, ist die Mission vorbei. Wer hat da geschossen? War wohl wieder eine Nordpatrouille. Der Captain will niemanden beim Helikopter sehen. Wir haben einen Heli? Klar, im Hof hinter der Kirche. Noch nie gesehen? Ich gehe da nie hin. Hab gehört, da sind koreanische Scharfschützen. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Ich dachte, da stehen welche, aber es sind Köpfe. Jetzt! Über die Straße! Los! Hallo? Durch das Feld! Schnell! Bevor er zurückkommt! Unten bleiben! Sie dürfen uns nicht sehen! Thank you.
ist ein Scharfschütze bei der Windmühle. Er wird uns entdecken, wenn wir ihn nicht ausschalten. Jacobs, wenn du freie Sicht hast, dann schieß. Das Gewehr hat ein Zielfernrohr. Setz es ein. Zielentfernung etwa 70 Meter. Du musst treffen. Geht er, oder was? Zielentfernung etwa 70 Meter. Du musst treffen. Guter Schuss. Okay, danke. Gehen wir weiter. Ich hab lieber ein volles Magazin, ist besser. Und jetzt? Halt, halt! Wartet, bis sie weg sind. Ich kann nicht hingucken. Die spielen mit ihm. Wem? Scheiße! Oh, Bastarde. Was sollen wir jetzt den ganzen Tag machen? Das ist nicht richtig. Wir töten nicht das Vergnügen. Wir lassen sie einfach weitergehen. Scheiße. Wie ist Boone nur an diese Typen geraten? Ich weiß es nicht, Hob. Und ich will es auch gar nicht wissen. Okay, alles klar. Weiter zu dem Traktor. Das ist schon kein Kampf mehr alle gegen die Kyrianer, sondern ein Kampf gegen alle. Leise jetzt. Okay, gehen wir. Na doch. Schneller, du verdammtes Stück Scheiße. Okay, weiter. Wenn die Batterien nicht bis Sonnenuntergang geladen sind, reiß ich euch persönlich das Fleisch vom Rücken. Na, Rücken, Nackensteak. Noch ein Raketenwerfer. Brianna, übernimm den Typen, der den Ausgang blockiert. Okay. Amerikaner, Connor, das hatte ich mir anders vorgestellt. Möchtest du hier lebendig rauskommen oder nicht? Okay. Nö. Oben. Jacobs, ausschalten. Schon passiert. Los, alle in die Garage. Passiert. Oh, cool. Gleich wieder ein bisschen mehr Muni bekommen. Hat ja auch so viel gebracht, diese paar Kugeln bis jetzt. Da, koreanische Aufklärungshubschrauber. Was machen die hier draußen? Achtung. Ob die wohl unsere wegen hier sind oder wegen denen? Wenn sie Informationen ich weiß es nicht, außer dass die Bremse weg ist. Junge, habt ihr das gesehen? Es wird ein kurzer Flug, wenn wir diese Raketenwerfer zurücklassen. Okay, gehen wir zu diesem Farmhaus. Tja, Raketenwerfer sind böse. Anscheinend haben wir noch einen. Alle mir nach. Wir lernen es nie. Meinst du, diese Widerstandstypen sind die, von denen Tokyo Rose gesprochen hat? Die Koreaner bieten eine Belohnung. Wer ist Tokyo Rose? Eine Patrouille. Geld ist wir müssen die Straßen meiden. Hoffen wir, dass sie die Sauerei beim Tor nicht entdecken. Sollen wir uns das Wrack mal ansehen? Das wird morgen und immer noch da sein. Los. Naja. Und die guten Sachen werden bis dahin weg sein. Gibst du jetzt oder nicht? Ich gebe nix. Irgendwas hat gerade geknallt. Halt! Wache! Fenster im ersten Stock. Wir werden entdeckt, wenn wir rüber wollen. Ausschalten. Das war mal einer. Manchmal sind es ziemlich actiongeladen, kämpfen ein bisschen geht nicht mehr und dann kommt so ein Stealth-Ding. Nur noch ein Stückchen, Kim, dann kannst du aufhören. Hey Leute, seht euch das mal an. Immer langsam, wir kommen schon. Hey, was macht ihr da? Wir lassen den Nog sein eigenes Grab schaufeln. Okay, wer erschießt ihn?
Ich mach's. Oder wir erschießen ihn nicht, sondern begraben ihn lebendig. Hab ich aufhören gesagt? Hab weiter! Was ist denn jetzt? Idioten. Wie ich schon sagte, diese Typen sind durchgeknallt. Ihr müsst weg. Wichser. Da oben. Noch eine Wache im ersten Stock. Wo? Das war mal einer. City. Leute, die sind schon weitergelaufen. Solche Wichser. Guten Tag. Laufen die eiskalt weiter? Ich glaub's ja nicht. Durch das Haus. Dann gehen wir auch durchs Haus. Durch das Fenster. Was? Messer raus, Jacobs. Mach es leise. Hm. So viel zu leise. Hast du eine Kippe? Nur gefälschte. Verdammte China-Scheiße. Wenn ich Karton schmecken will, dann rauche ich einen verdammten Karton. Freu dich, dass du überhaupt was hast. Dodson hat letzte Woche eine Packung mit Durchschuss bekommen. Der Nordwichser muss die in seiner Brusttasche gehabt haben. Hast recht. Danke, Mann. Durchschuss? Hast du Feuer? Jetzt? Wenn du die Raketenwerfer nicht ausschaltest, schaffen wir es nicht mal in die Luft. Wir warten, bis du ihn ausgeschaltet hast. Gehen wir. Ausgeschaltet. Wo sollen das denn bitte noch sein? Straße, den Fluss entlang. Das soll einfach nur in irgendein Hangar oder sowas sein. Joa, bin unbemerkt. Wir müssten ziemlich nah dran sein. Einfach zusammenbleiben. Dieser Ort bringt schlimme Erinnerungen zurück. Auckland? Ja. Irgendwelche Arschlöcher wie diese haben einfach jeden gelyncht, der auch nur im entferntesten asiatisch aussah. Ich hatte Glück. Die haben nur mein Haus niedergebrannt. Tut mir leid. Der Krieg zeigt unsere schlimmste Seite. War eine schlechte Idee, hierher zu kommen. Eine von vielen. Krieg bleibt immer gleich. Wir müssen hier weg. Sofort. Falls du es vergessen haben solltest, wir haben kein Zuhause mehr. Wir müssen weiterziehen. Noch mehr Schüsse. Ich höre es. Leise sein ergibt jetzt keinen Sinn mehr. Zivil. Der einzige Weg führt genau... Eliminiere die Überlebenskünstler. Okay. Ich werfe eine Granate. Nimm das, du Mistkerl. Schön, nimm mal die hier eben. Lade nach! Gib mir Deckungsfeuer! Ich sehe sie! Ich sehe sie! Von wo? Ich sehe sie! Ich sehe sie! Hier in Deckung! Ich stehe unter schwerem Schuss! Ja, Baby! Immer drauf! Wo denn? Er ist erledigt! Ich bin erwischt! Steh auf! Aua! Pass doch schon auf, du aber auch, Mädel. Ich hab ihn! Lade nach! Gib mir Deckungsfeuer! Nimm sie vor! Er ist getroffen! Lade nach! Der hier sah eben aus wie Freddy. Gib mir Deckungsfeuer! So macht man das! Auch weg. Ja. Ja. Komm hoch. Lade nach. Nun wird knapp. Komm doch heute nicht. Weiter. Weg. Weg. Das waren alle. Hoffentlich haben die anderen nichts gehört.
Da wäre ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich sicher. Soll ich die Waffe behalten? Oh Mann. Ja, 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 hallo? Danke. Wo geht's lang? Da oben? Ob es sich lohnt, die Waffe zu wechseln? Ich behalte die sicherheitshalber mal. Wer weiß, ob man die tatsächlich noch gebrauchen könnte. Vorne blinkt hier eben irgendwas. Keine Ahnung. Irgendwann wird man noch zu den Freunden der Koreaner oder sowas. Ich sehe sie, ich sehe sie! Aufpassen! Werfe eine Granate! Ach du Scheiße, die haben den Absturz überlebt. Auf wen sollen wir schießen? Schießt auf alle. Wollte ich gerade sagen. Der ist weg. Gegen mir noch welche? Ich sehe keine. Sprich doch. Na, wieso? Tschüss. Tschüss. Der denn? Oh, mein Arm juckt. Oh, ich hab bald keine Muni mehr. Tschüss. Doof. Klasse, Jacob. Ich werfe eine Granate. Auf! Scheiße, Granate! Ich habe ihn erwischt. Er bewegt sich nicht mehr. Ich sehe sie, ich sehe sie. Er ist weg. Mann, bleib stehen. Einmal Waffe wechseln, bitte. Lade nach! Gib mir Deckung! Brauch Muni! Hier oben war, glaube ich, noch einer. Wechsle Magazin! Auf und Deckung! Ernsthaft. So. Heilige Scheiße. Bereich sicher. Weiter jetzt. Weißt du was? Nochmal mitnehmen. Ich sehe ihn. Erwischt. Ja, ja. Nett. Da sind sie. Das war ich. Kontakt. Da sind sie. Na, noch irgendwo. Granate unterwegs. Weg. Schalten, Granate. Da ist auch noch einer. Komm her. Hallo, mein Idiom. Ja doch. Ich lade mal kurz nach. Ernsthaft? Kontakt! Da sind sie! Kontakt! Kontakt! Weiter! Käseschnitzel! Ja, genau so macht
Komm raus. Komm raus. Ey, es auf. Wo sind die? Na, auf geht's. Ja. Und jetzt? Achso. Cool. Definitiv neue Fluten der Heli denn? Ernsthaft, da oben ist noch einer. Okay, ich hab ihn. Da, im Turm. Bleib an ihnen dran, weiter so. Das sollte das letzte Raketenwerferteam sein. Sicher? Komm, wir nehmen die Straße. Was ist mit den Patrouillen? Jetzt auf einmal doch. Wir haben keine Zeit mehr. Da kommt noch ein Hubschrauber. Noch mehr Koreaner? Nein, ein Späh-Hubschrauber. Ja, lauf. Voila! Lauf doch mal schneller! Lahme Schnecke. So. Schön, dass er zwar so lange laufen kann, aber der ist so langsam. Selbst die sind noch schneller. Wir brauchen Deckung, um wenigstens in die Nähe des Hubschraubers zu kommen. Ja, der ist schwer bewacht. Von diesem Glockenturm aus müsstest du alles sehen können. Sieht nach der perfekten Stelle für dich aus, Jacobs. Schon wieder? Das heißt, ich muss jetzt da oben rein? In Ordnung. Rihanna, Hopper, kommt mit. Wir spähen voraus. Jacobs klettert den Glockenturm hoch und überwacht alles. Das heißt, ich Wir muss jetzt... Wir sehen uns auf der anderen Seite. Da hinten hin. Das wird mir nicht wirklich gefallen. Gerade eben was bewegt. Habe ich doch richtig gesehen. Wieder volle Muni. Oh, der 47er. Hey, der Boy spielt Rise of the Tomb Raider. Okay. Wo, wie, was, dann wo? Doof. Na komm. Da unten auch noch. Was? Halla, der da unten mitten im Gang rummel. Muni kann man immer gut gebrauchen. Was muss ich jetzt hier lang? Hallo? Achso, okay. Einmal kurz nachladen. Die Musik wird immer lauter teilweise. Geht das Internet mal wieder? Nein. Was auch immer momentan los ist. Dachte ich mir schon, dass ich dafür wieder extra einen Sniper brauche. Aber warum so eine? Ich habe doch diese. Mit mehr Kugeln. Vorher hat die Sinn.
Schalldämpfer. Gut. Jackpot. Was stimmt mit dem Internet aktuell nicht? Wir sehen den Helikopter, aber er wird zu stark bewacht. Wir müssen ihre Reihen erst ein bisschen ausdünnen. Jacobs, ich sag deine Ziele an. Nicht schießen. Ich sag dir, wann du schießen sollst. Connor, bleib wo du bist. Da kommt ein LKW. Ich glaube, ich weiß jetzt warum. Ein Scharfschütze auf den Silostegen. Warte noch. Hallo? Durch. Da hinten. Jetzt weiß ich zumindest, warum die eine Sniper da war. Jacobs, schieß jetzt. Okay, Rihanna, geh weiter, sobald Jacobs den Typen beim Lagerhaus erledigt hat. Welchen Lagerhaus? Okay, man sollte tatsächlich doch die andere Waffe wohl benutzen und da komme ich eh nicht hin. Jackpot. Sind in Position. Wir sehen den Helikopter, aber er wird zu stark bewacht. Wie können wir den sehen, wenn die da sind, aber der da ist? Nicht schießen. Ich sag dir, wann du schießen sollst. Connor, bleib wo du bist. Da kommt ein LKW. Also in der letzten Zeit funktioniert, spackt das Internet echt drum. Mal nebenbei einen kleinen Check machen. Auf den Silostegen. Warte noch. Da. Mal gucken. Jacobs, schieß jetzt. Eindringling, da drüben. Wie soll das funktionieren? Ich habe die falsche Waffe. Ich hätte doch die andere nehmen sollen. Und ich komme da natürlich nicht zurück. Jackpot. Ernsthaft? Wo ist die? Aber er wird zu stark bewacht. Okay, das checke ich jetzt nicht. Jacobs, ich sag deine Ziele an. Ja, ja. Nicht schießen. Ich sag dir, wann du schießen sollst. Connor, ja. Bleib, wo du bist. Da kommt ein LKW. Ja. Ein Scharfschütze auf den Silostegen. Warte noch. Also unsere Rennleitung ist definitiv irgendwie geschadet. Jacobs, schieß jetzt. Okay, Rihanna, geh weiter, danke. Sobald Jacobs den Typen beim Lagerhaus erledigt hat. Der da. Der Typ. Und... hä? Ich sollte den auch erledigen. Was soll denn der Wichs? Deswegen. Jackpot. Ja, ja. Position. Wir sehen den Helikopter, aber er wird zu stark bewacht. Gut, dann mache ich diese Mission eben halt nochmal.